Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus und Maria. Liebe Brüder und Schwestern, im heutigen Evangelium sagt Jesus etwas sehr, sehr Großes, was für uns eine große Kraft, ein großer Trost ist. Etwas, was uns sehr stark mit ihm in Verbindung bringt und mit ihm hält. Er sagt nämlich, Johannes 15, Vers 14, ihr seid meine Freunde. Ein Freund Jesu zu sein. Ist das nicht etwas Großes, etwas Wunderbares? Ist es nicht das, was wir uns alle wünschen? Einen Freund, wo man weiß, auf den kann ich voll vertrauen. Ich kann mich total mit ihm austauschen. Ich weiß, dass er zu mir steht. Ein guter Freund ist wie ein festes Zelt, sagt die Heilige Schrift. Liebe Brüder und Schwestern, Jesus als Freund zu haben, eine große Gnade. Aber wie werden wir Freunde Jesu oder wie sind wir es geworden? Jesus sagt Folgendes, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Damit fängt es an. Nicht wir haben uns Jesus ausgesucht, selbst wenn wir sagen möchten, ja, aber ich habe schon so viel gebetet, so viel in der Heiligen Schrift gelesen, so viel versucht, in meinem Leben an Gutem zu tun. Nein, Jesus hat dich erwählt. Er hat dir Gnade geschenkt. Er hat dir diesen inneren Wunsch geschenkt, auch nach dieser Freundschaft, nach etwas Starkem, nach etwas Dauerhaftem. Jesus hat dich erwählt. Was für eine Ehre ist das für uns? Und es ist gut, wenn wir immer wieder mal innehalten, ruhig werden und danken. Nicht nur denken, sondern danken. Danken dafür, dass Jesus mich zu seinem Freund gemacht hat. Wer bin ich, Jesus, dass du an mich denkst, dass du mich auserwählt hast? Bleibe ruhig ein bisschen bei diesen Gedanken stehen am heutigen Tag. Und was tut Jesus als unser Freund? Was tut er? Er sagt, ich nenne euch nicht mehr Knechte. Ich nenne euch Freunde. Warum? Weil ich euch alles mitgeteilt habe, was ich von meinem Vater gehört habe. Jesus hat uns nicht ein bisschen, ein paar Prozent von dem mitgeteilt, was er von seinem Vater gehört hat. Er hat uns alles mitgeteilt. Aber alles mitgeteilt, was er von seinem Vater gehört hat. Liebe Brüder und Schwestern, wenn das so ist, dass Jesus sich so uns anvertraut hat, wie viel mehr Grund und Ursache haben wir dann, weiterzugehen und zu danken und uns dessen bewusst zu werden? Und wenn Jesus uns so viel anvertraut hat, dann dürfen wir uns ruhig fragen, ja, Jesus, warum hast du mir, warum hast du uns all das anvertraut? Jesus vertraut sich an, nicht um etwas zu bekommen, aber weil er weiß, dass Liebe Gegenliebe hervorruft. Und so können wir dann auch die Worte verstehen, wenn Jesus sagt, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch auftrage. Es geht eigentlich nicht um Gegenleistung. Es geht um Vertrauen. Und Jesus sagt, das, was ich getan habe in dieser Welt, das könnt ihr auch tun. Und ich habe euch berufen, Großes zu tun. Ich habe euch berufen, euer Leben zu geben, so wie ich mein Leben für euch gegeben habe und immer noch gebe. Es gibt keine größere Liebe, sagt Jesus eben hier, als wenn einer sein Leben für seine Freunde hingibt. Jesus hat es getan. Jesus hat sein Leben für mich, für dich hingegeben, weil er mich total und grenzenlos liebt mit ewiger Liebe. Liebt er mich, liebt er dich. Und Jesus, er hält auch uns für fähig, dass auch wir unser Leben für ihn hingeben. Dass wir seine Arbeit, seine Aufgaben, die er in der Welt hatte, dass wir sie weiterführen. Vielleicht magst du jetzt sagen, ja, das stimmt insbesondere für euch Priester, Heilige Messe, Sakramente und so weiter.
Das stimmt auch. Wir haben eine besondere Aufgabe. Aber jeder Christ, Christus, jeder Christ ist ein Christus, ist ein Gesalbter, hat Salbung von Gott empfangen, der Kraft des Heiligen Geistes, damit wir in seiner Kraft und mit seiner Liebe die Werke weiterführen, die er im Voraus für uns schon bereitet hat, so wie der heilige Paulus es sagt. Und so möchten wir den Herrn bitten, dass wir bereit sind, unser Leben zu geben. Und ihr habt das mit Sicherheit schon erlebt. Wenn ihr das getan habt, wenn ich das getan habe, was Jesus mir aufgetragen hat, auch wenn es vielleicht anfangs etwas schwierig war, vielleicht hatte ich ein bisschen Widermut, vielleicht sogar ein bisschen Rebellion, aber dann habe ich es doch getan. So wie dieser zweite Sohn des Vaters, der zuerst gemurrt hat, nein, ich tue die Arbeit nicht, und dann sie doch getan hat. Dann kommt Freude in unser Herz. Und diese Freude gibt uns die Sicherheit, dass wir mit Jesus tief und fest verbunden sind. Und diese Freude, die wünsche ich uns allen. Denn diese tiefe innere Freude ist für uns mehr als ein Beweis, ist für uns die innere Sicherheit, dass wir fest mit Jesus verbunden sind. Und dazu möge er uns jetzt segnen, an diesem Tag und an jedem kommenden Tag, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Uns allen einen gesegneten Tag in der Freundschaft mit unserem Herrn Jesus Christus.